Um 8 Uhr haben wir abgelegt den Ort und sind dann stumpf durch die See Richtung Kielerförde gesegelt. Oder eher gesagt, motort. Wir konnten sogar durch Schießgebiet abkürzen. Ab 11 Uhr irgendwas konnte ich dann endlich die Segel setzen und wir sind dann so mit einer schlappen 3 dahin gesegelt oder eher gedümpelt. Da der Wind immer mehr drehte und zunehmend achterlicher wurde, bin ich dann im Schmetterling weiter, so gut es ging. Vor lauter Langeweile habe ich die Achterkoje mal leergeräumt und bin dann mal unter Deck bis ins hinterste Heck meines Schiffes oder Bootes gekrabbelt, um zu gucken, ob auch da noch alles dicht ist. Denn, wie bekannt, habe ich dort vor der Abfahrt alles neu abgedichtet. Das Boot läuft gut, der Wind nimmt zu und so rasen wir mit einer flotten 5 über die See. Tja, man kann nicht immer der Schnellste sein. Aber den Ginnaker wollte ich partout auch nicht rausholen heute. Vor der Kieler Förde nahm der Verkehr stetig zu. Aber es ist ja auch kein Wunder, durch den Nord-Ostsee-Kanal und der Kieler Förde ist es ja auch wie ein Nadelöhr. Um 14.50 Uhr erreichten wir den Labö und haben uns dazu entschieden, am Marine-Ehrenmal dran vorbeizufahren, um dann das U-Boot-Ehrenmal kurz vor Kiel uns mal etwas aus der Nähe zu betrachten. Immer morgens, wenn die Koje schaukelt, es nach Diesel riecht und laut brummt unter Deck, weiß man, dass ein Kreuzfahrtschiff die Kieler Förde durchquert. Guten Morgen. Ja, da steht man doch freiwillig auf.
Kiel. Ostseestadt, Stadt an der Förde. Die Förde hat der Stadt ihren Namen gegeben. Die 17 Kilometer ins Landinnere reicht und in Kiel-Hörn ihr Ende findet. Auch gleich ist Kiel das Tor zur Welt, denn der Nord-Ostsee-Kanal beginnt in der Kieler Förde, ein Bauwerk aus dem Kaiserreich, was die Nordsee mit der Ostsee verbindet und tatsächlich die meistbefahrenste künstliche Wasserstraße der Welt ist. Doch was hat Kiel eigentlich noch zu bieten? Außer unseren gut bewährten, altbewährten Landtag. Das Geomar direkt an der Kiel-Linie. Ein Meeresforschungsinstitut, was sogar mit den Sea Explorer Team Malizia mit Boris Herrmann zusammenarbeitet, oder die Arena des THW Kiel, des Handballvereins, die sogenannten Zebras aus Kiel, oder das Holstenstadion, das darauf wieder wartet, dass Kiel wieder deutscher Meister wird. Oder dass der NDR niemals damit pausieren würde, dass er in der sündigsten Meile in Kiel seinen Hauptsitz hat. Direkt neben dem Eros Center Kiel. Okay, Kiel ist auf jeden Fall eine Stadt mit viel Geschichte. Und es gibt kaum Städte in Deutschland, wo neu und alt mehr oder weniger aufeinanderprallen wie hier. Doch bevor ich euch die Stadt Kiel aus meinem Blickwinkel genauer zeige, muss ich erstmal Brennstoff organisieren. Das bedeutet Kanister in den Rucksack, den nächsten E-Scooter ausfindig machen, check, und die 3 Kilometer mit dem E-Scooter zur nächsten Tankstelle rollen. Und das gleiche dann wieder zurück. Und wer sagt's dann? 5 Liter Brennstoff und das Frühstück ist auch im Sack. Auf dem Rückweg kommen wir dann noch am Dreiecksplatz vorbei, wo eins der ältesten Kinos Deutschlands ist. Das hier ist noch ein Filmtheater aus vergangenen Zeiten. Und nun, meine Freunde, machen wir eine Barkassenfahrt durch die Kieler Förde bis hin zum Bahnhof. In der Kieler Förde gibt es so einiges zu sehen. Zum Beispiel die AIDA, die uns heute Morgen recht unsanft aus der Kolje gehupt hat. Entlang der Kiel-Linie kommt man dann auch zum Museumshafen von Kiel, wo es dann auch noch einiges zu sehen gibt. Was natürlich direkt neben der alten Fischhalle ist. Aus den Jahre 1900. Der Museumshafen beinhaltet ein altes Dampfschiff, ein Feuerschiff oder Feuerlöschschiff und einen alten Seenotretter. Leider war ich am Sonntag da und das Museum hatte geschlossen. Also wieder ein Grund, mal zu späteren Zeit
nach Kiel zurückzukehren. Hier sehen wir die Stela Line Fähre, wo auch allerhand Trubel ist. Natürlich auch die Fantasy von der Color Line, die in Kiel zu Hause ist und Mini-Kreuzfahrten nach Oslo anbietet. Eine wichtige Fährverbindung von Kiel nach Oslo hoch. In der Altstadt von Kiel gibt es gefühlt jedes Wochenende ein Event. Dieses Wochenende haben sie ein Bierfest organisiert, was ich mir natürlich nicht entgehen lassen werde. Nach all dem Trubel habe ich mir dann noch mal einen ruhigeren Platz gesucht, und zwar den Ratshausplatz direkt vorm Rathaus, was auch den Ratskeller beherbergt, wo man vorzüglich speisen kann. Und danach ging es nochmal in die Kieler Brauerei, auf den alten Markt. Doch seid gewarnt, meine Freunde, alles, was in der Kieler Brauerei passiert, bleibt doch in der Kieler Brauerei. Und ich hatte einen netten Abend und werde dementsprechend nicht zu viel verraten. Aber so viel sei gewiss, die Kieler Brauerei ist immer ein Ausflug wert und eine kleine Sehenswürdigkeit für sich. Also bleibt an Bord, wenn die Reise demnächst weitergeht und ich euch neue Ziele, neue Abenteuer erzählen kann.